Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Sacred 1 oder Sacred Gold, je nachdem wie man es jetzt nennen möchte. Ich muss mal eben kurz einen kleinen Überblick bekommen. So, hier haben wir die Schatzquest. Dort ist die Escort-Quest. Also ich werde auf jeden Fall erstmal in diese Richtung gehen. Also ich glaube, ich habe nicht große Hoffnung, dass wir diese Quest hier erfolgreich abschließen können. Ich befürchte einfach, dass die uns vorher wegsterben. Klingt traurig, aber so ist es wohl. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch. Mal gucken. Mal gucken. Probieren geht über Studieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal der Straße hier folgen. Ja, hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube irgendwo im Einstellungs... Hier, genau. Gold and Unix. Unix, was soll das sein? Ich frage... Na, ich weiß es nicht. Ich muss ja nicht immer den gesamten Schrott einsammeln, ne? Mit verbundenen Augen könnte ich euch bezwingen. Brennt, ihr Narren. Level up. So. Das ist gut. Und hier in Geschicklichkeit. Sehr schön. What the fuck? Was ist das denn da? Es kommt eben doch nicht. Was war das denn für ein Viech? What the fuck? Hier, guck mal, können wir eine Quest abgeben? Zack, vielen Dank. Dieser Taucher aus dem Süden ermordete einen Bauern in Porto Vallum. Zwei Tage und Nächte haben wir den Taucher ununterbrochen gejagt. Und als wir ihn einholten, begriffen wir schnell, dass wir seine Kraft unterschätzt haben, wenn er nicht gewesen wärt. Oh. Kopfschutz. Des Polemides. Für eine Waldelfin. La, schade, schade. Er hätte auch was Gutes sein können für uns, aber... nicht wollen sein. Flammenwerfer. Brennt. Hier, wartet mal. Ich kann eigentlich ohne Probleme hier auf Gold und Unix stellen. Ich brauche den grauen Schrott nicht, ne? Also... Und ich kann ja immer gucken, ob da jetzt was ist, was ich gebrauchen kann oder nicht. Oh, wen haben wir denn hier? Hotte Tuburg. Bitte holt mir etwas zu trinken. Ich bin Hotte Tuburg, der hiesige Totengräber. Ausgerechnet heute, wo ich so viel zu tun habe, musste ich verschlafen. Zu allem Übel habe ich meine Getränke vergessen und nun quält mich großer Durst. Ich würde ja gerne selbst nach Silberbach gehen, aber ich muss noch die Trauerfeier für Bauer Wilbert vorbereiten, die in wenigen Stunden stattfindet. Ich weiß, ihr habt sicherlich Besseres zu tun, dennoch möchte ich euch fragen, ob ihr nicht diesen Gang für mich machen könntet. Ich denke schon. Müssen wir schon wieder zurück nach Silberbach. So, ich könnte jetzt natürlich alle verdammten Dinger hier öffnen. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Eher weniger sinnvoll, also lasse ich das lieber. Ich öffne jetzt nicht hier alle Gräber. Aber das Wasser hole ich eben mal schnell. Beziehungsweise, ich kann mal gucken, vielleicht finde ich hier noch ein paar... Goblins, die ich auf den Weg mitnehmen kann. Scheint aber nicht so zu sein. Durstiger Totengräber da hinten. Ich glaube, wir müssen an den Brunnen in der Stadt. Das würde jedenfalls am ehesten Sinn machen. Nee, aber es liegt daneben. So, wie viel haben wir eigentlich von den Fähigkeiten? Eins, zwei? Nur zwei. Ich kann also nicht tauschen. 91, 61 bis 91, 61 bis 91. 39 Schutz, 13% auf Verteidigung. 25 Schutz, 31 Schutz.
Naja, Scrap. Alles Crap. Können wir nichts mit anfangen. Ich bin mir gerade sowieso nicht sicher, was für eine Waffe wir später als Zwerg benutzen und wie das Ganze mit den Fernkampfwaffen aussieht. Wie das nochmal funktioniert. Alles irgendwie so ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten, obwohl ich dieses Spiel damals wirklich gesuchtet habe. Irgendwie muss man auch nochmal was mit den Kombos machen, weil das auch echt ziemlich mächtig ist, glaube ich. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Schwacher Heiltrank. Hier, guck mal, wir sammeln jetzt nicht mehr diese dämlichen Heiltränke ein. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich brauche die Heiltränke. Ach. Da liegt ein blaues Teil. Ich sammle das mal eben ein. Na komm, direkt nochmal Flammenwerfer hier. Aber nur Crap. So. Wer schießt denn da noch die ganze Zeit? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, der Leibwächter, der wird sterben, fürchte ich. Kann ja auch gerade nichts dran ändern. So, die anschmeißen. Ah, wunderbar. Jetzt schnell einen Schluck. Aber was ist denn das? Ihr bringt mir Wasser? Ihr habt wahrlich keine Ahnung, was hart arbeitende Männer brauchen. Nun, nichts ungut. Wasser ist besser als nichts. Besten Dank. Und denkt dran, mir beim nächsten Mal stattdessen lieber ein kühles Blondes mitzubringen. Ja, natürlich. Ein kühles Blondes. Herrlicher Ring des Adlers. Diese Gobbles hier, die nerven richtig. So, was ist denn das für ein Ring? Ach, hier, guck mal, wir haben eine Fähigkeit von einem Dunkelelfen bekommen. Hallo? So. Ich glaube, das hier sind übrigens die Unix-Fähigkeiten. 3 bis 5. Können wir hier mit dem hier tauschen? Na. So. Sehr schön. Natürlich möchte ich den hier nicht liegen lassen. Wer weiß, wofür ich den noch brauche. Komm, ich bringe die beiden Dödel jetzt erstmal zu der Stadt. Ich glaube, das mache ich als erstes. Ach Gott. Die ganze Straße hier ist verseucht mit Mistviechern. Das Problem ist, dass die hier nicht irgendwie, keine Ahnung, gebündelt stehen, sondern wirklich als eine Elite. Wow. Was haben wir denn da bekommen? Schwacher Heiltrank. Hier war ein magisches Versteck. Na? Schwacher Heiltrank. So. Höllenfurcht. Was ist das? Ich glaube, das ist, ja, das ist eine Ability hier, eine Unique. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Legendary oder sowas. Von der Färbung hatte ich erst den Eindruck. Goblinscher Schamane. Warum wir die auch immer erledigen müssen, das ist wahrscheinlich wieder eine Quest, die wir hier noch nicht angenommen haben, aber die wir später noch annehmen können. Ah, sehr schön. Habe ich alle erwischt. Schwacher Trank der Konzentration. Schwacher Heiltrank. Die würde ich halt alle auch gerne automatisch einsammeln. Aber irgendwie funktioniert, macht er das nicht. Ich liebe die Flammenwerferfähigkeit hier. Doch so mächtig.
Ich speichere mal hier. Ich habe nämlich Angst, dass mir die gleich beide verrecken irgendwo. Und jetzt sind wir schon so weit. Das wäre doch echt blöde. Der hat übrigens immer ordentlich Probleme hier beim Laden irgendwie, beim Speichern. Nochmal hier. Der hier auch nochmal hier. Zack. Gold. Der lebt ja noch, die Mistkreatur hier. Ich mache euch fertig. Und der haut immer ab. Das ist besonders nervig. Schwacher Sog der Hölle. Was habt ihr nun? Ach, guck mal. Der Leibwächter ist schon gestorben. Da ist er. Naja, solange er nicht stirbt, macht das nichts. Er sollte halt nur bei mir bleiben, ne? Weiß halt nicht, wie klug das ist, wenn er die ganze Zeit vor mir wegrennt. Oh Gott, wer ist denn das da? So. Geschicklichkeit. Und hier wieder in Zwergenkunde und in Waffentechnik. Sehr schön. Speichern. Wenn mir da das Spiel nicht mal irgendwann abkackt, würde mich nicht wundern. Oh Gott, wir laufen in die völlig falsche Richtung. Wir müssen hier runter. Ach, shit. Ja, dann mal hier jetzt lang. Durchs Querfeld ein. Na, das wird ja was werden. Was haben wir eigentlich hier gerade eben bekommen? Hier, was ist das denn hier? Exzellente Keule. Die macht wie viel Schaden? 66 bis 101. Die ist besser. Sehr schön. Damit kann ich doch was anfangen mit der Keule hier. Oh ja. Oh. Was haben wir denn jetzt bekommen hier? Der Junge, ne? Der folgt mir nicht. Das macht mir Angst. So. Wo sind die Schuhe, die ich gerade bekommen habe? Ich hab doch gerade irgendein Item bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Schuhe waren. Das hatten wir davor schon. Hä? Haben wir die angelegt direkt? Ja, die haben wir direkt angelegt hier. Wir hatten davor noch keine Schuhe. Na, nett. Okay. Ach, shit, no. Jetzt bin ich auf den Desktop gegangen. Ich hoffe, das macht die Aufnahme nicht kaputt. Dürfte aber eigentlich nicht. Ihr seht vielleicht höchstens jetzt eine kurze Zeit irgendwie so ein Blackscreen oder so. Oder ihr habt gar nichts davon gesehen. Auch möglich. Die dodgen mir schon wieder eine ganze Menge, ne? Das mag ich überhaupt nicht. Das nervt mich schon wieder. Und jetzt zu euch. Echt Angst, dass mein Kumpel hier gleich verreckt wieder. Fress dies. So. Okay, hier sind wir aber auf dem richtigen Weg. Diese Eskorte-Quest, die ist wirklich nicht ganz einfach. Oh Gott, wir haben zweimal Zwergenfähigkeiten bekommen hier. Das ist nice.
Ja, für so vereinzelte Goblins bleibe ich jetzt gar nicht mal stehen, ey. Ich hoffe nur, dass mein Freund hier nicht verreckt. Kampfhandschuhe nehme ich natürlich mit. Das ist gut, der versteckt sich immer. Beziehungsweise der versucht immer außerhalb des Kampfes zu bleiben. Und irgendwie scheinen die auch mich zu fokussen die ganze Zeit. Oh Gott, nee. Schaman ist gut ausgewichen. Na los, nochmal. Okay, hier war nix, außer ein schwacher Heiltrank. Oh nee, jetzt schon wieder. Ah, das ist doch ärgerlich. Es will heute nicht. So. Gut, liebe Leute, ich nutze das als Zeichen und mache eben kurz eine Pause. Wenn der dann jetzt hier einmal kurz noch stirbt. Ja, sehr schön. Ich mache eben kurz eine Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und bis dann, macht's gut, ciao.